für dieses Land seine neue Mission. Sie entspricht dem Gebot, das einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein. Kennt ihr diesen Ausschnitt? Adolf Hitler spricht am 15. März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz und tausende Österreicher jubeln ihm zu. Was er da verkündet, nennt man den Anschluss Österreichs. Es ist ein besonders spannendes Kapitel der Geschichte, denn die Frage nach der Opferrolle oder Mitschuld Österreichs spaltet bis heute. Damit ihr bei der Diskussion auch ein bisschen mitreden könnt, hier die Kurzfassung der Geschichte. Schon Mitte der 1920er Jahre schreibt Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf: Deutsch-Österreich muss wieder zurück zum großen deutschen Mutterlande. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Schon damals verfolgt er weitgehende außenpolitische Ziele. Hitler will ein großdeutsches Reich schaffen, in dem alle Menschen deutschen Blutes leben. Da geht es also auch um die Rassenvorstellungen der Nationalsozialisten. Und eine besondere persönliche Komponente ist natürlich, dass Adolf Hitler selbst Österreicher ist. Seine Heimat, das Kaiserreich Österreich-Ungarn, geht mit dem Ende des Ersten Weltkriegs unter. Genau wie das Deutsche Kaiserreich. In Deutschland gründet sich die Weimarer Republik. Das ehemalige Kaiserreich Österreich-Ungarn dagegen wird zunächst in verschiedene Nationalstaaten aufgeteilt. Die deutsch-österreichischen Gebiete, das sind die österreichischen Bundesländer, die es noch heute gibt, werden ebenfalls eine Republik. Eben die Republik Österreich. Interessant ist dabei, viele Österreicher wollen Ende 1918 den Anschluss an Deutschland, aber die Siegermächte des Ersten Weltkriegs verhindern das. Sie schreiben sogar ein explizites Anschlussverbot in die Friedensverträge. Im Versailler Vertrag steht: Deutschland erkennt die Unabhängigkeit Österreichs an und verpflichtet sich, sie unbedingt zu achten. Tatsächlich kommt die Idee, dieses klein gewordene Österreich mit dem Deutschen Reich zu verbinden, nicht von ungefähr. Denn im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation waren alle diese Gebiete jahrhundertelang miteinander verbunden. Sie teilen die Sprache und sehr große Teile der Kultur. Erst 1866, nach dem Deutsch-Deutschen Krieg, drängt Preußen Österreich aus Deutschland heraus. Als die Nationalsozialisten dann 1933 in Deutschland die Macht übernehmen, etabliert sich auch in Österreich eine Diktatur. An der Spitze steht Bundeskanzler Engelbert Dollfuß. Seine Diktatur trägt autoritär-katholische und auch antisemitisch-faschistische Züge. Aber auch wenn diese Diktaturen quasi zeitgleich entstehen, Dollfuß ist kein Nationalsozialist wie Hitler. Mehr noch, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Österreichs wird einer seiner größten Gegner. Es gibt sie seit 1926, aber sie ist lange eher eine Splitterpartei in der Jungen Republik. Und lange auch nicht so erfolgreich wie die deutschen Parteigenossen. Aber mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 1933 gewinnt sie in Österreich an Stärke. Als sie Bundeskanzler Dollfuß unter Druck setzt, sie an der Regierung zu beteiligen, wehrt er sich und erlässt verschiedene Verbote. Die Antwort: nationalsozialistischer Terror auf den Straßen und wirtschaftliche Sanktionen von Hitler. Die treffen vor allem den Tourismus. Aber Dollfuß lässt sich von Hitler nicht erpressen. Er hat außenpolitisch vorgesorgt und sich mit dem italienischen Diktator Benito Mussolini verbündet. Italien ist Österreichs Schutzmacht, die darauf achten soll, dass seine Souveränität und Eigenständigkeit gewahrt bleibt. Dollfuß erreicht, dass auch England und Frankreich eine Garantieerklärung zugunsten Österreichs abgeben. Als sich die Lage zuspitzt, bewährt sich dieser außenpolitische Kurs. 1934 versuchen die Nationalsozialisten in Österreich einen Putsch. Der scheitert zwar, fordert aber viele Menschenleben. Auch Bundeskanzler Dollfuß kommt dabei um. Das ist eine dramatische Situation. Stellt euch mal vor, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird in ihrem Amtssitz ermordet. Da wäre das ganze Volk schockiert. Hitler sieht darin aber eher eine Chance, nämlich die Regierung endgültig zu stürzen. Mussolini hält aber Wort. Um das zu verhindern, stellt er seine Armee an der Grenze zu Österreich auf. Nachfolger des ermordeten Kanzlers wird Kurt Schuschnigg. Der führt die Politik von Dollfuß fort. Zwar ist die NSDAP mittlerweile komplett verboten, aber es gelingt ihr immer wieder, die Regierung zu destabilisieren. Schuschnigg handelt daraufhin einen Deal aus. Das sogenannte Juli-Abkommen von 1936. Darin verpflichtet sich Deutschland, die wirtschaftlichen Beziehungen zu normalisieren. Im Gegenzug erklärt sich Österreich dazu bereit, ich zitiere, die Außenpolitik unter Bedachtnahme auf die friedlichen Bestrebungen der Außenpolitik der deutschen Reichsregierung zu führen. Man will sich eng abstimmen. Das ist diplomatisch verklausuliert und bedeutet in Wahrheit nichts anderes, als dass Deutschland jetzt außenpolitisch den Ton angibt. Österreichs Diplomatie muss folgen. Außerdem muss Schuschnigg zwei Minister berufen, die zwar keine NSDAP-Mitglieder sind, aber der Partei nahestehen.
Nationalsozialisten, die im Gefängnis sitzen, müssen freigelassen werden. Während Schuschnigg noch hofft, dass sich damit Zeit und Freiraum erkauft werden kann, plant Hitler schon den nächsten Schritt. Sehr entgegen kommt ihm dabei, dass Mussolini Anfang 1937 die Seiten wechselt. Der Duce, wie er auch genannt wird, führt schon länger Krieg in Äthiopien. Und der läuft gar nicht gut. Die westlichen Mächte wenden sich von ihm ab. Also sucht und findet er Hilfe bei Hitler. Damit verliert Österreich seinen wichtigsten Schutzpatron. Im November 1937 macht Hitler den Oberbefehlshaber der deutschen Armee deutlich, dass Österreich und Tschechien auf jeden Fall die ersten Eroberungsziele sein müssten. Um Österreichs Regierung sozusagen sturmreif zu schießen, planen die Parteigenossen einen Aufstand. Er soll einen Vorwand dafür liefern, dass das Deutsche Reich militärisch eingreifen kann. Die Alternative ist, dass Kanzler Schuschnigg die Nazis an der Regierung beteiligt. Im Februar 1938 bestellt Hitler den österreichischen Bundeskanzler in seine Residenz, den Berghof. Schuschnigg glaubt noch immer, er könne mit Hitler verhandeln. Aber die Nationalsozialisten signalisieren Kriegsbereitschaft, drohen mit einem Einmarsch. Ich habe einen geschichtlichen Auftrag und den werde ich erfüllen, weil mich die Vorsehung dazu bestimmt hat, soll Hitler zu Schuschnigg gesagt haben. Am Ende erzwingt er, dass die Nationalsozialisten an der Regierung in Österreich beteiligt werden. Schuschnigg reist daraufhin nach Wien zurück und ernennt einen österreichischen Nationalsozialisten zum Innenminister. Dieser Mann ist bisher eher gemäßigt aufgetreten. Bis 1938 ist er nicht einmal Mitglied der NSDAP. Aber jetzt wird er zu Hitlers Handlanger im Kampf um Österreich. Aber der Bundeskanzler Schuschnigg wagt einen letzten Versuch, Hitler aufzuhalten. Nicht falsch verstehen, auch er regiert in Österreich als Diktator. Er ist kein guter Politiker, sicher nicht. Und dass er sich gegen Hitler wehrt, macht ihn keinesfalls zum Helden. Er tut das vor allem, um seine eigene Macht zu sichern und aus nationalem Stolz heraus. In einer flammenden Rede wendet er sich an seine Landsleute. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Bis in den Tod, rot-weiß-rot. Österreich. Rot-Weiß-Rot, das sind die Farben der österreichischen Fahne, wisst ihr aber wahrscheinlich. Kurz nach der Rede beginnt der Wahlkampf für eine Volksbefragung. Die Österreicher sollen jetzt selbst über ihre Freiheit abstimmen. Dabei hat Schuschnigg vor, zu tricksen, so wie es Diktatoren eben oft machen. Die Frage soll lauten, für ein freies und deutsches, unabhängiges und soziales, für ein christliches und einiges Österreich. Als Antwort ist nur ein Ja-Kreuz möglich. Es gibt keine andere Auswahl, nur Ja. Dabei muss man bedenken, Schuschnigg hätte sich seine Diktatur quasi auch von seinen Gegnern bestätigen lassen, denn um Hitler zu verhindern, hätten auch seine Gegner mit Ja gestimmt. Hitler hätte in dem Fall Krieg gegen Österreich führen müssen. Deshalb reagiert er schnell, sobald er von dem Plan Wind bekommt. Er muss Schuschnigg zuvorkommen. Hitler befiehlt der Wehrmacht, den Einmarsch in Österreich vorzubereiten. Als erstes wird die Grenze abgeriegelt. Der Reichskanzler schickt dem Bundeskanzler ein Ultimatum, die Volksbefragung abzusagen. Gleichzeitig demonstrieren in den österreichischen Städten Nationalsozialisten gegen die Regierung. Und am Ende muss Schuschnigg kapitulieren. Das heißt, er tritt zurück. Nachfolger wird der zuvor von Hitler installierte Innenminister. Am 12. März 1938 marschiert die Wehrmacht in Österreich ein. Ohne jede Gegenwehr. Die österreichischen Truppen ziehen sich zurück. Die SS beginnt unmittelbar damit, politische Gegner zu verhaften. Darunter auch Kurt Schuschnigg. Er bleibt bis Kriegsende in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert. Tatsächlich werden die deutschen Soldaten oft begeistert begrüßt. Auf dem Heldenplatz in Wien lauschen etwa 200.000 Menschen der Rede Hitlers, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben. Da muss man sagen, ein Teil ist vielleicht inszeniert, aber die Begeisterung der Mehrheit, die lässt sich nicht leugnen. Und jetzt will Hitler eine Volksabstimmung. Sie soll seinem Einmarsch im Nachhinein ein demokratisches Gewand überstülpen. 99,73% der Österreicherinnen und Österreicher und 99,01% der Deutschen stimmen nach offiziellen Angaben für den Anschluss. Ihr ahnt es, diese Zahlen sind ganz klar manipuliert, aber es dürften dank der Propaganda und des Drucks schon die allermeisten zugestimmt haben. Österreich wird als Gau Ostmark Teil des Nazireiches. Militär, Verwaltung und Wirtschaft werden gleichgeschaltet. Und wie in Deutschland sind auch die Juden in Österreich bald schonungsloser Willkür und Verfolgung ausgesetzt. Doch im Laufe des Zweiten Weltkriegs erkennen die Alliierten Österreich als erstes Opfer von Hitlers Angriffspolitik an. Sie sagen aber auch, dass das Land für die Teilnahme am Krieg an der Seite Hitler-Deutschlands Verantwortung übernehmen müsse. Der erste Teil, die Opferrolle, ist das, was den Krieg überdauert und das kollektive Bewusstsein des Landes für Jahrzehnte maßgeblich prägt. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Zwar wurde Österreich von Hitler gezwungen, aber die Alternative war eine andere Diktatur. Und mittlerweile ist lange bekannt, dass viele Österreicher den Anschluss und damit auch Hitler unbedingt wollten.
Habt ihr schon mal von diesem Kapitel der österreichischen Geschichte gehört und wie denkt ihr darüber? Und liebe Österreicher, ich weiß auch, dass einige von euch diesem Kanal hier folgen. Ihr schreibt ja auch immer mal wieder, kannst du nicht was zu genau diesem Thema hier machen? Meldet euch gerne in den Kommentaren und erzählt mal, was ihr über dieses Video, über das Thema denkt und was ihr auch bei euch im Land so mitbekommt dazu. Danke schon mal. Hier neben mir findet ihr ein weiteres Video über Hitlers Expansion, diesmal in den Osten, in die Tschechoslowakei. Und hier das Video über ein anderes Ereignis aus dem Jahr 1938, nämlich die Novemberpogrome und Reichspogromnacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.